hier mittlerweile ist er nicht weiter. Ich kann diesen Pro-Bike One Mini empfehlen, den habe ich schon auf dem Traktor oben und ich werde jetzt am Mähtraktor, werde den Kindersitz auch aufbauen. Ich habe lang gesucht nach Kindersitze oder nach Möglichkeiten, dass meine Kinder am Traktor mitfahren können, und da bin ich eigentlich bei dem gelandet. Der ist relativ solide verarbeitet, hat da auswechselbare Halterung. Damit kann man auf mehrere Fahrzeuge umsticken. Das ist eigentlich ein Fahrradkindersitz. Was meistens nicht passt, sind diese Fußstützen, weil man da einfach keinen Platznetz hat. Und ich möchte jetzt in dem Video zeigen, wie ich das kurz so modifiziert habe, dass es dann für mich passt. Sitz einmal am Mähtrag aufbauen. Da habe ich jetzt die Halterung schon montiert. Und zwar habe ich da natürlich die Innenverkleidung ausgebaut und da Nietmuttern gezogen, hinten gebohrt. Ist nicht zwar ganz okay, weil man eigentlich den Kabinenrahmen nicht anbohren darf, aber ja, es ist die zwei, drei kleinen Löcher im Rahmen, die würde überleben. Dann haben wir da einen Scheinbügel geschweißt mit mehreren Löchern zum Verstellen. Da ist ein Aluminiumdrehteil, was von unten angeschraubt ist und da genau 28 mm Durchmesser hat. Da sind da zwei Inbusschrauben zum Lösen. Jetzt wird der Sitz da drauf gesteckt. Ich habe mich dafür entschlossen, dass der Sitz quer zur Fahrtrichtung montiert wird, weil einfach die Kinder dann hinten und vorn rausschauen können. Der Vorteil ist natürlich auch, dass man es drehen kann. So kann man hinten und vorn eigentlich schauen. Für mich ist das die optimale Lösung. Die Kinder sind da über den Dreipunktgurt sehr gut befestigt. So, jetzt zeige ich euch noch beim New Holland, wie ich es da gelöst habe am Traktor. Da haben wir natürlich diesen Beifahrersitz
Und hier oberhalb habe ich diesen Kindersitz montiert. Diesen Bobike. Hinten habe ich die Originalhalterung vom Kabinenrahmen genutzt. Und da seitlich habe ich mich am Rahmen auch wieder Nietmuttern eingezogen und eine verstellbare Halterung gemacht. Der große Vorteil ist in dem Fall, dass ich wieder den Sitz drehen kann und so die Kinder auch komfortabel nach hinten rausschauen können, wenn ich mal hinten den Kran fahre oder hinten die Geräte dran habe. Da sieht man einmal die Halterung, wie ich es gelöst habe. Und so schaut er wieder nach vorne.